Hallo und herzlich willkommen zu einem Ladesäulen-Report. Ich bin hier beim Rewe in Gießen und ihr seht hier die Fastnet-Station mit 16 Ladepunkten. Vor kurzem eröffnet, 50 Kilowatt alles. Hab direkt natürlich erstmal angestöpselt, weil ABC, Always Be Charging. Das sind alles keine Triple, sondern Doppellader mit CHAdeMO und CCS. Von Fastnet habe ich gerade mit meiner Maingau-Karte freigeschaltet. Damit ist das nämlich nicht ganz so teuer. Fastnet verlangt nämlich 55 Cent ohne Abo. Aber mit Maingau zahle ich aktuell 37 Cent DC, weil ich Stromkunde bin. Hier sind keine Dächer. Das ist typisch für Fastnet bei besonderen Standorten, so wie hier jetzt auf dem Rewe-Parkplatz. Und es sind viele von diesen kleinen Fastnet-Stationen, aber hier die ist natürlich dann doch wieder relativ groß mit 16 Ladepunkten. Das ist schon ganz ordentlich und es macht auch Sinn, mit 50 kW beim e-tron zu laden. Dann hat man nämlich in einer Stunde 200 Kilometer nachgeladen. Der lädt nämlich auch bis fast 100% durchgängig mit glatten 50 kW. Ja, vor ein paar Tagen eröffnet, mitten in der Stadt. Wir sind hier in der Nähe von Burger King da vorne. Hier haben wir einen Obi-Baumarkt. McDonald's ist in der Nähe. Kentucky. Da ist McDonald's, Kentucky, Burger King. Und das ist doch eine ganz nette Gelegenheit, hier mitten in der Stadt ordentlich Ladepunkte zu bekommen. Wir haben jetzt kurz vor Weihnachten und trotzdem ordentlich frei hier. Ich bin der Einzige, der lädt. Fastnet hat auch Auto-Charge, das heißt, man muss sich nur einmal mit der App registrieren, das Auto hier anschließen und dann kann man in Zukunft einfach anstöpseln und dann lädt das Auto direkt, ohne dass man eine Karte davor halten muss oder die App benutzen muss. Beim e-tron geht das nicht, der ist für echtes Plug-in-Charge ausgelegt. Das kommt demnächst, dann kann man auch beim e-tron einfach anstöpseln. Generell bei Ionity und anderen Anbietern. Das ist das ISO-Protokoll, was darauf ausgelegt wurde, Plug-and-Charge direkt laden mit Abrechnung im Auto.